Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Staatsministerin Hummel, sehr geehrter Herr Staatsminister Aiwanger, sehr geehrter Staatsminister Siebler, sehr verehrte Gäste hier vor Ort und live via Online-Stream, ich begrüße Sie herzlich zum Hightech-Summit an der Universität Bamberg. Die Hightech-Agenda, die markiert für uns einen ganz herausragenden Meilenstein. Alleine hier an der Universität Bamberg werden in den nächsten Jahren 30 neue Professuren geschaffen, 7 im Bereich künstliche Intelligenz, 12 in der Fakultät Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik und 11 in den weiteren Fakultäten. Das wird unsere bereits jetzt ausgeprägte internationale Sichtbarkeit noch deutlich erhöhen und unsere Rolle in bayernweiten nationalen und internationalen Netzwerken weiter stärken. Die Mittel werden in Forschung und Lehre neue Freiheitsgrade schaffen und uns auf noch breiterer Basis ermöglichen, Lösungen für drängende gesellschaftliche und ökonomische Probleme zu erarbeiten. In Bamberg verfolgen wir dabei explizit das Ziel, dass die Stellen und Mittel nicht nur der Fakultät Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik zugutekommen, sondern in allen Disziplinen Niederschlag finden und in interdisziplinären, fächerverbindenden Projekten quer durch die Universität wirken. Vor dem Hintergrund bin ich gespannt auf den heutigen Austausch. Wir beginnen das Programm jetzt mit einem Filmbeitrag und dürfen uns dann auf den Vortrag des Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder freuen. Nochmal herzlich willkommen und vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kabinettskollegen. Ja, das ist heute schon wieder ein ganz besonderer Tag, ein weiterer Tag, ein Etappensieg in der Zukunftsgewinnung für unser Land. Worum geht es eigentlich? Es geht hier nicht um ein paar Stellen in der Wissenschaft. Es geht nicht um das ganz normale Geschäft, das wir jeden Tag machen, sondern es ist tatsächlich der nächste entscheidende Schritt zu einem neuen Level von Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Die Zeiten bedeuten Veränderung. Corona, so wie wir es heute haben, ist ja ein eindeutiges Signal, dass wir Abstand halten wollen, dass wir schauen müssen, dass wir vorsichtig miteinander umgehen. Aber wir haben in diesen Corona-Zeiten auch gespürt, dass es nicht nur um Medizin geht, ökonomisch haben wir gesehen, dass dieses Corona wie ein Brennglas war. Es war ein Brennglas auf manche Stärken und manche Schwächen. Stärken, Melanie, auf das Gesundheitssystem im Vergleich zu vielen anderen. Schwächen vielleicht auf den internationalen Vergleich, was wir vorher schon hatten, wenn es um Hochtechnologie geht. Wir waren schon ganz gut. Aber die anderen Länder um uns herum investieren enorm. Gerade in den letzten Jahren haben Amerikaner und Chinesen einen unglaublichen neuen Dominanzwettbewerb gestartet. Und dieser Dominanzwettbewerb geht unter anderem über digitale Souveränität. Es stellt sich die Frage, sind wir dabei in den neuen Wissenschaftsetappen der Zukunft oder machen wir nur mit? Setzen wir selbst Standards? Schaffen wir es, eigene Impulse zu geben? Oder kaufen wir nur die Produkte der anderen?
Für ein Land wie Deutschland, insbesondere Bayern, das von seiner technologischen Kompetenzprinzip lebt, ist es wichtig, mit Impulsgeber zu sein und nicht hinterher zu hinken. Und deswegen haben wir uns vor über einem Jahr noch völlig unabhängig von Corona entschieden, in diesen Wettbewerb mit einer eigenen Idee Hubert Aiwanger Philosophie einzusteigen. Das ist die Hightech-Agenda. Den technologischen Sprung vorzubereiten. Und in diesem Jahr, erkennen, was wir durch Corona auch für Herausforderungen haben, auch wirtschaftlich, diesen Schritt noch zu beschleunigen, einen Turbo einzulegen. Denn eines muss jedem klar sein, es gilt in der Wissenschaft das Gleiche wie beim Fußball. Man mag es gar nicht glauben. Weltweit gibt es Angebote, forschen zu können. Und es gibt einen dauerhaften Transfermarkt. Wir haben das übrigens erlebt. Unsere besten Leute wurden schon vor einem Jahr regelmäßig gefragt, wollt ihr in die USA? Auch aus China kamen sogar E-Mails mit Geldangaben, so und so viel Geld, wenn ihr zu uns kommt, für unsere besten Leute. Und für uns ist jetzt entscheidend, dass wir auf diesen Transfermarkt der Welt, der durch Corona völlig neu geordnet wird, viele sind unsicher, welche Zukunft die USA hat. Auf dem europäischen Sektor wollen viele aus Großbritannien einen neuen Impuls setzen. Und sind wir bitte auch ehrlich, nicht überall in Asien fühlen Wissenschaftler die Freiheit, die für Forschung entscheidend ist. Und deswegen bieten wir an, Standort zu sein für Ideen, für junge, kluge Köpfe, für Forschung, für Modernität und für Digitalisierung. Und Bayern ist da insgesamt ein starker Standort, wenn sich zwei Dinge zusammenbringen. Die Vorausstellung, Bereitstellung von technologischer, wissenschaftlicher Infrastruktur auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch der Spirit, der dahinter steht, dass man dieses Forschen will. Forschung muss nicht das direkte Ergebnis haben, aber es muss viele Möglichkeiten schaffen, um dann einen Transfer auch in Produkte und Wirtschaft zu schaffen. Und das ist unser Ziel. Sozusagen bieten wir an mit dieser Hightech-Agenda. Das ist im Grunde genommen ein Werbeprogramm für die Zukunft, für klügste Köpfe aus der ganzen Welt, nach Bayern, nach Franken zu kommen, Herr Oberbürgermeister, ja, um hier die modernsten Ideen zu entwickeln. So stelle ich mir auch eine liberale, moderne, weltoffene Gesellschaft vor. Sie geht nur über die Transparenz der Wissenschaft, über die Modernität der Ideen und über die Entwicklung einer neuen Qualität von Wissenschaft und Forschung. Es ist die dritte echte Stufe, die Bayern in seiner Entwicklung hat. Vom Agrarstaat zum Industriestaat. Das war in den 70ern. Vom Industrieland zum Hightech-Land. Und jetzt müssen wir die Digitalisierung voranbringen. Es gibt welche, die sagen, ja, Digitalisierung läuft doch schon lange. Wir haben Smartphones, wir haben ab und zu Breitband und wenn wir Glück haben, auch Mobilfunk. So. Das ist wichtig, aber das ist nicht der entscheidende Schlüssel oder der Code für die Zukunft. Wir müssen die Technologien besetzen, mit denen in der Zukunft Wissenschaft voranbringt. Deswegen haben wir das Programm aufgesetzt. Nochmal zu den Daten, Sie haben es genannt. Bayernweit, aber auch regional. Wir haben eine Hightech-Agenda auf den Weg gebracht, die wir jetzt noch beschleunigt haben mit der Hightech-Agenda Plus. Das sind jetzt 3,5 Milliarden, nicht mehr nur 2. 3,5 Milliarden. Warum ist es mehr geworden? Weil das Vorziehen von Stellen und die entsprechenden Baumaßnahmen natürlich auch mehr Geld kosten, auf die Zeitachse gerechnet. Insgesamt 1.000 Professuren, 10.000 neue Studienplätze über ganz Bayern verteilt. Und was wichtig ist, nicht nur ein Wissenschaftszentrum, denn Wissenschaft ist heute anders als früher. Wissenschaft war früher streng hierarchisch. Wer früher die klassischen Unikliniken kannte oder die klassischen Bereiche, ja, da wird von oben nach unten gedacht und ab und zu von unten nach oben mal eine Idee gebracht. Und das Patent bzw. die Lorbeeren erntet einer. Heute ist Wissenschaft ganz anders. Wissenschaft ist halt ein horizontaler, ein Netzprozess, ein ineinander abstimmen, interdisziplinär, wie der Präsident gerade schon angesprochen. Das ist die moderne Wissenschaftscommunity der Zukunft. So wollen wir auch denken. Das heißt, wir etablieren Netze, Wissenschaftsnetze und da ist Bamberg, Oberfranken, ein ganz zentraler Knotenpunkt für diese Ideen. Was haben wir da für Themenfelder? Zum Beispiel künstliche Intelligenz. Jetzt sagen mir manche, wozu braucht es künstliche Intelligenz? In Bayern sei genügend natürliche vorhanden. Klar, ohne natürliche Intelligenz gibt es keine künstliche, weil künstliche nicht aus sich heraus entsteht. Sie muss geprägt, geführt und definiert und auch entwickelt werden durch dem, was wir an Power, an Wissenschaftspower haben. Deutschland hat da bislang viel zu wenig gemacht. Ich persönlich sage Ihnen aus tiefer Überzeugung, mit künstlicher Intelligenz, verbunden mit Quantentechnologie und Quantencomputing, beginnen wir ein neues, zusätzliches Zeitalter in der Digitalisierung. Das ist, ich bin ein alter Star Trek-Fan, wie viele wissen, das ist tatsächlich der Warp-Antrieb, der kommt. Eine ganz andere Geschwindigkeit.
Ich habe vor 2 Jahren noch, als ich über Quantencomputing das erste Mal in der Regierungserklärung geredet habe, gebe ich zu, war das so eingeschmuggelt von einigen Experten, die mir sagten, Quantencomputing könnte mal relevant werden in vielen Jahren. Also machen wir ein bisschen was. Heute hat es eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Wir wollen Bayern zu einem Zentrum für Quantencomputing machen. Um zu verstehen, was der Unterschied ist zu den bisherigen Rechnern. Wir haben schon Supercomputer in Bayern, also mit die schnellsten der Welt. Aber während wir einen neuen Supercomputer in Betrieb nehmen, müssen wir schon die nächste Generation denken. Denn die Geschwindigkeit und die exponentielle Entwicklung beim Computerdenken, das ist letztlich das, was sich so verändert. Um es mal im Vergleich zu sagen, ein normaler Supercomputer, so hat mir das der Präsident der Max Planck erklärt, ist im Prinzip wie ein Instrument. Ein Quantencomputer ist wie ein ganzes Orchester. Dies und künstliche Intelligenz verbunden schafft unglaubliche Potenziale, von denen wir noch gar nicht absehen können, wo in welchen Bereichen wir den Nutzen haben. Was für das spricht, was der Präsident sagt, über viele interdisziplinäre Forschungsfelder verteilt, um die jeweiligen Nutzen und Grenzwerte entsprechend zu definieren. Also künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Für Quantencomputing wollen wir es eines der großen Zentren in Deutschland sein. Bei künstlicher Intelligenz macht Deutschland was, aber wir glauben, dass an einigen Stellen zu wenig. Wir haben jetzt folgendes System aufgesetzt. Wir haben 100 Professuren ausgelobt, 100, davon 50 festvergeben und 50 im Wettbewerb, KI-Wettbewerb. Bei dem Bamberg am besten abgeschnitten hat in Bayern, 7 aus diesen 50 gehen allein nach Bamberg mit klugen Ideen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben erst die Kompetenz aufgesetzt, die da war und haben dann bewusst gesagt, innovativer Ansatz, Wettbewerb, was kommt aus der Uni selber für Forscherideen? Da kamen aus Bamberg beispielsweise viele kluge und sehr gute Ideen, sodass wir jetzt 100 haben. Wir wollten das eigentlich auf 4 Jahre aufsetzen, auf 4 Jahre. Durch die Entwicklung, die wir jetzt bei Corona haben, Hubert Aiwanger und ich haben lange überlegt in der Koalition mit Bernd Ziebler, was ist denn jetzt unser Beitrag? Es reicht nicht nur, alte Strukturen zu erhalten und Überbrückungen zu geben, ja, es gehört auch dazu, sondern wir müssen im Prinzip einen neuen Schwung bekommen, eine neue Stufe der Rakete zünden. Und deswegen haben wir gesagt, ziehen wir doch das, was wir auf 4 Jahre machen, vor und beschleunigen. Und so kommt diese HTA Plus zustande, sodass im nächsten Jahr dann all diese Stellen vergeben und ausgeschrieben werden. Allein für das nächste Jahr, wenn man sich das mal überlegt, über 700 Professuren in ganz Bayern neu. Das ist ungefähr so viel, wie die LMU hat, unsere größte bayerische Universität. Nur, dass man das mal in Form der ganzen Altpräsidenz sehe ich ja auch noch da. Das sind schon echt wirklich wuchtigste Entwicklungen. Das sind schon Sprünge, meine Damen und Herren. Das sind nicht nur lineare Entwicklungen, das sind echte Sprünge, die wir da machen. Und die KI im nächsten Jahr ausgeschrieben heißt, dass wir 2021 genauso viele Professoren ausgeschrieben haben dann und hoffentlich auch besetzt, wie der Bund in seinem Programm bis 2025 machen will. Der Bund will 100 KI-Professuren bis 2025. Bayern macht 100 KI-Professuren im Jahr 2021. Und wir glauben, dass mit dem, was wir zur Verfügung stellen, auch mit der Work-Life-Balance, Natur, Lebensqualität, fränkisches Essen zum Beispiel, dass wir da einen guten Mix schaffen werden, die Menschen zu begeistern, Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Dazu können andere Themen auch noch, also KI ist sozusagen eine Querschnittstechnologie, dazu können Bereiche wie Luft- und Raumfahrt beispielsweise. Ich weiß, dass da der eine oder andere immer drüber rätselt. Hubert und ich haben damals auch noch im Wahlkampf, waren noch nicht hundertprozentig übereinstimmend mit einer Meinung, aber heute vertritt er das, glaube ich, auch mit großer Leidenschaft, zumindest ohne Widerstand. Warum ist das wichtig zum Beispiel? Meine sehr verehrten Damen und Herren, und da hilft uns dann eben auch diese ganzen Bereiche, über die wir jetzt hier forschen. Es geht auch bei Wissenschaft nicht nur um Methodik, es geht auch um Ethik. Die Ethik des Verstehens und die Ethik des Bewusstseinswerdens, wie Schöpfung uns anvertraut ist und wie man damit umzugehen hat. Denn alles, was wir hier machen, dient auch dem Erhalt und dem besseren Verstehen der Schöpfung, dient auch dem Erhalt und dem Bewahren dessen an Ressourcen, was wir haben und wo doch so herausgefordert ist durch Klimawandel und viele andere Zerstörungsarten. Und die Aussage, die mich am meisten immer beeindruckt hat bei Experten aus der Raumfahrt, waren immer 2. Das eine ist, ich habe noch keinen einzigen, der je im All war, erlebt, der nicht den bedeutendsten Moment fand, als er das erste Mal die Erde angesehen hat. In diesem unendlichen Nichts, dieser leuchtende blaue Planet und das Bewusstsein dafür zu bekommen, für Bewahrung der Schöpfung und auch für die Tatsache, dass wir dann doch eins miteinander sind und dass wir über Grenzen hinweg und allen Unterschieden
Mentalitäten zwischen Franken und Niederbayern, zwischen Deutschen und anderen und zwischen Europäern und anderen Teilen der Welt. Wir sind eine Welt. Und diese Welt zu erhalten und einen Beitrag zu bringen, ist auch eine moderne, transparente Wissenschaft notwendig, die weltoffen, aber auch ergebnisoffen forschen kann. Und das ist etwas, worum es auch geht, gerade bei uns im Land. Deswegen ein klares Bekenntnis zu dieser Hightech-Agenda. Wir ergänzen es noch mit anderen Momenten. Wir wollen natürlich auch der Region helfen. Wir haben bei diesem Konzept jetzt nicht einfach nur die Grundlagenforschung beachtet. Das ist ein Teil. Wir schaffen nicht nur einfach eine Fülle von Professorenstellen dazu für KI, auch für Informatik, weil wir ehrlicherweise sagen müssen, dass wir einen erheblichen Nachholbedarf haben, Professoren und Studenten. Oberbürgermeister, es geht ja bei der Digitalisierung der Schule auch los, dass uns Systemadministratoren fehlen. Also wir müssen auch da stärker und breiter aufgestellt werden. Es ist sozusagen der praktische Anteil, den es braucht. Aber es geht auch um mehr. Die Region beispielsweise hier ist ja sehr stark betroffen, auch durch Herausforderungen wirtschaftlicher Art, Automobilzulieferer. Auch da, klares Signal, auch da erleben wir natürlich Transformationsprozesse. Und wir hatten die letzten 10 Jahre, waren wir in Deutschland unglaublich erfolgreich, wir in Bayern noch mehr. Es war den meisten ja schon zu gut. Die meisten waren ja der Auffassung, lieber langsam und kein Wachstum und am besten, das braucht es auch gar nicht. Wir spüren jetzt sehr schnell, wie sich das verändern kann. Wir werden auch erleben, dass es für junge Leute schwerer werden wird in den nächsten 2, 3 Jahren, die gleiche Jobqualität und Angebote zu bekommen wie noch vor 4, 5 Jahren. Weil natürlich heute manches Unternehmen, auch aufgrund rechtlicher Voraussetzungen, sagen muss, ich streiche Stellen. Übrigens, jeder Arbeitsplatz, der sozialverträglich auch abgebaut wird, ist für den Arbeitnehmer vielleicht eine Brücke. Aber es geht Wertschöpfung in der Region verloren. Und vor allen Dingen, es fehlt ein Arbeitsplatz für die nächste Generation. Also müssen wir uns auch überlegen mit diesen Wissenschaftsideen, und der Staat kann ja nicht viel anderes machen. Der Staat kann im Grunde genommen jetzt nicht Arbeitsplätze per se erhalten, aber er kann ein Klima schaffen, in dem neue Ideen entstehen. Und warum dann warten? Möglicherweise, wenn wir jetzt schon wissen, es gibt Dinge, die wichtig sind und für die Zukunft. Zum Beispiel im Automobilbereich, der Bereich Cleantech. Es ist uns wirklich ein großes Anliegen, durch ein kombiniertes, kluges System hier auch in Oberfranken einen entsprechenden Ansatz zu finden. Deswegen werden wir den Cleantech-Park mit auf den Weg bringen, der eine Kombination ist. Es handelt sich um das große Thema Wasserstoff, eines der vorantreibenden Themen, auch des Wirtschaftsministers, wo wir glauben, dass das einer der zukünftigen Antriebsstränge sein wird. Ich sage das hier ganz deutlich. Wir wollen Mobilität erhalten. Mittels künstlicher Intelligenz, autonome Mobilität, das wäre das Allerstärkste. Aber wir brauchen natürlich auch Veränderungen in den Antriebsmodellen. So. Dazu glaube ich fest, dass wir Energie und Technologie offen sein sollten. Das heißt, Elektromobilität ist das eine. Das andere ist auch Biokraftstoffe, ist uns ganz besonders wichtig. Biokraftstoffe haben den ganz großen Vorteil, dass sie nämlich schon über eine Infrastruktur an Tankstellen verfügen können, nämlich die vorhandenen. Das ist der große Unterschied zu anderen, neuen anderen Mobilitätsformen. Und Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle. Wasserstoff als neue Energieform für den Nutzfahrzeugbereich, auch zum Teil für die PKWs, kann eine ganz neue Idee sein. Länder wie Japan forschen das sehr stark dran. Also gehen wir da auch rein und forschen mit einem ganz großen Wasserstoffcluster, das sehr stark auch in Franken ist, wo wir hier dann einen Schwerpunkt setzen wollen mit einem Cleantech-Park, wo wir Wissenschaftskompetenz haben. Das sind dann die Bayreuther, die da beispielsweise mitmachen, und die FAU in Erlangen. 10 bis 15 Professuren werden sich beschäftigen, und hier in der Region soll dann auch ein entsprechender Unternehmenspark entstehen mit entsprechenden Technologiefirmen dazu, weil, auch das ist wichtig, wir nicht nur die Professoren fördern, wir übrigens nicht nur das Hochschulrecht revolutionieren, das darf ich glaube ich wirklich sagen, also all die Pläne, die da von allen gemacht wurden, werden Eingang finden. Ich hoffe, dass die ganzen Präsidenten nicht noch ihre eigener Mut verlässt, wenn sie das dann alles lesen und unterstützen können, weil es wirklich Veränderungen geben wird, Modernität, mehr Freiheiten, mehr auch Stärkung der Innovationskraft der Uni selber, nicht so die Behinderung durch alle Bürokratie, das ist, glaube ich, wichtig, Entfesselung dieser Kraft. Und das Dritte ist dann auch, indem wir Unternehmensgründungen fördern, Technologie, Start-ups beispielsweise. Wir haben jetzt einen Fonds aufgelegt mit 250 Millionen Euro, wo wir Start-ups fördern wollen, und zwar in 2 Stufen. Nicht nur zu Beginn, da geht es in Deutschland relativ leicht, aber meistens ist die sogenannte zweite Finanzierungsrunde die schwierige. Auch da ist das Ziel dann, einen entsprechenden innovativen Ansatz zu finden und zu fördern. Wir haben mit einer Fülle jungen Start-ups zusammen, die das bewusst wollen. Und eben Start-ups nicht nur in München, sondern auch in Oberfranken. Oberfranken ist genauso cool.
Da gibt es genauso Möglichkeiten, eine Stadt wie Bamberg beispielsweise und die Region. Melanie bietet unglaubliche Möglichkeiten, auch was Lebensqualität, Arbeiten und auch eben die Chance auf Neues miteinander zu verbinden. So, insgesamt für Oberfranken sind es 110 Professuren, die auf den Weg gebracht werden. Wenn Sie mal vergleichen, wie manche Hochschulen groß sind, dann ist das ein Riesenansatz. Eine Professur und die entsprechenden Stellen, die dahinterlegt sind, bringen zwar Arbeitsplatz für den Betreffenden, aber sie sind ein echter Innovationsschub. Ich sehe auch Vertreter der Wirtschaft da, IHK-Präsidenten, Herr Hader und viele andere. Das ist das, was wir uns vorstellen, weil es den Technologietransfer ermöglicht und damit die Idee für neue Produkte und neue Wettbewerbsfähigkeit generiert. So macht es die Welt, so machen wir es auch. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist so ein Summit, über den wir heute reden, jetzt nicht nur ein bisschen Leistungsbilanz, es ist vor allem das Erklären einer Philosophie. Es geht nicht allein um die Frage, wie viele Stellen das sind oder welche Summen dahinter stehen. Allein der Cleantech-Park beispielsweise sind über 40 Millionen, die wir auf den Weg bringen werden. Oder die gesamte Hightech-Agenda, über 3 Milliarden Euro, das ist eine Menge Geld. Und da wird auch manches Projekt nicht so erfolgreich sein. Wir forschen auch in den medizinischen Bereichen sehr intensiv. Melanie, das wird auch ein wichtiger Punkt sein, um solche Sachen, die wir derzeit erleben, noch besser bekämpfen zu können, schneller reagieren zu können, zellengenau reagieren zu können in der Medizininfektionsforschung. Aber das Eigentliche, was dahinter steht, ist eine Philosophie. Die passt zum Freistaat Bayern dazu. Freies Denken, freie Wissenschaft, Transparenz, Wettbewerb und Vernetzung der Ideen und Schaffung der Infrastruktur für junge Leute. Im Grunde genommen, Bayern lädt ein, die Schlauesten und Besten zu haben, um darüber nachzudenken, wie die Zukunft des Landes sein kann. Es bringt nichts, in dem Gestern zu leben. Wir kennen unseren Anker, wir haben unsere Heimat und das ist bei mir auch gewährleistet, da darf sich keiner täuschen. Aber man kann Heimat nur bewahren, wenn man die Zukunft im Blick hat und sich traut, das Morgen anzunehmen. Und das tun wir. Insofern ist die Hightech-Agenda eben nicht nur ein politisches Konzept, sondern ein unglaubliches Signal von Optimismus, von Innovation, sich zutrauen, etwas zu tun. Und das ist für Franken sowieso normalerweise ja nicht so, denn wenn man als Franke erzogen ist, dann ist man nämlich auch Clubfan. Und wenn man Clubfan ist, ist man auf der einen Seite nicht sehr optimistisch verwöhnt, aber wie der Franke halt ist, ein Tor für den Club und schon steht die Welt offen. Insofern, meine Damen und Herren, wünsche ich uns einfach spannende Momente und lieber Präsident und die Präsidenten der anderen Hochschulen, nutzen Sie jetzt einfach diese Gelegenheit. Das ist wirklich tatsächlich ein Stück weit neue Epoche für uns, vergleichbar mit der Zeit, wo wir damals in Bayern die Hochschulen für angewandte Wissenschaft geschaffen haben. Vergleichbarer Innovationsschritt ist es jetzt. Ich bedanke mich allen, die mitgeholfen haben, dem Wissenschaftsminister natürlich, der den ganzen Prozess gesteuert hat, dem Koalitionspartner ganz herzlich, der auch für vieles mitverantwortlich ist in der Hightech-Agenda, außeruniversitäre Forschung, auch das übrigens nicht zu vergessen. Dass so Unternehmen und Gesellschaften wie Max Planck und Fraunhofer sich so ausdrücklich zum Freistaat Bayern als Standort bekennen, ist auch ein Qualitätssiegel Nummer eins. Denn das sind die Besten, die wir haben, Helmholtz nicht zu vergessen, die dann auch bei uns sind und tätig werden, wo wir auch mit viel Geld einsteigen. Also Vorfahrt für die Wissenschaft, Vorfahrt für die Freiheit und Modernität und Zukunft in einem traditionsbewussten Land. Ich freue mich wirklich und freue mich, dass Sie heute auch alle da sind, trotz Corona. Viel Erfolg für uns gemeinsam. Herr Ministerpräsident, liebe Kabinettskolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Philosophie und Optimismus, wir haben es gehört, wir zünden den Forschungsturbo, wir haben die Welt ein Stück besser zu machen, vor allem die Welt hier in Bayern. Und deshalb erlegen Sie mich auch als glücklichen Wissenschaftsminister, der hier unterwegs ist. Und wir spüren die Ziele dieses Summits, dass wir eben auch vernetzen und die Dinge in der Region verankern können und alle Akteure auch zusammenbringen können. Ich darf darauf hinweisen, dass wir jetzt mit einer Podiumsdiskussion beginnen, dass es aber auch genügend Möglichkeiten gibt, über Facebook Fragen zu stellen, die wir am Ende dann beantworten werden. Ich darf neben dem bayerischen Ministerpräsidenten noch auf die Bühne bitten, Frau Professor Dr. Ute Schmidt von der Uni in Bamberg. Sie ist so die Spin-Doktorin hinter dem riesigen Erfolg der Universität Bamberg. Sie forscht im Bereich angewandte Informatik, kognitive Systeme und erklärbares maschinelles Lernen.
und haben auch eine besondere Vorliebe, wir haben es im Vorgespräch schon gespürt, die Themen von KI auch an die Kinder heranzubringen und damit die Nachwuchsförderung zu betreiben. Lieber Hubert Aiwanger, als bayerischer Wirtschaftsminister bist du ein wichtiger Vorantreiber und Projektpartner. Wir arbeiten eng zusammen. Ich darf dich auf die Bühne bitten. Und lieber Herr Herzog, ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder treffen darf. Wir waren vor ein paar Monaten in Lichtenfels gemeinsam unterwegs und haben Ihre tolle Firma im 3D-Druck beobachten dürfen mit einem neuen Laserschmelzverfahren, das Sie schlicht einfach revolutioniert haben. Also Top-Entwicklung aus Oberfranken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, die Hightech-Agenda ist tatsächlich deutschlandweit, aber auch mindestens in ganz Europa in aller Munde. Und wir spüren auch ein Stück Neid auf diese großartige Technologieoffensive. Ein echter Paukenschlag und ein zusätzlicher Impuls. Lieber Herr Ministerpräsident, kurz zusammengefasst, warum ist diese Hightech-Agenda aus Sicht von dir so wichtig? Naja, an sich habe ich es hoffentlich schon gesagt, aber ich glaube einfach, dass wir uns jetzt was trauen. Es ist ja so immer so eine politische Phase, wie reagiert man in Krisenzeiten? Vorausschauend oder sozusagen nachlaufend? Mehr Möglichkeiten hast du als Politiker letztlich nicht. Und der eine Teil, den wir machen müssen, ist die Bewältigung von aktuellen Krisen. Klar, da wird Überbrückungshilfen bezahlt, da versuchen wir das aktuelle Geschehen abzubilden, so gut wir es können. Aber das ist jetzt etwas, wo wir dann sagen, in einer solchen Krise muss man auch ein Signal von Optimismus und Zukunft setzen, dass auch irgendwo was weitergeht und dass auch selbst wenn Corona hoffentlich in irgendeiner Form eingedämmt und bekämpft ist, dass auch noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Und darum ist es eben auch für uns wichtig, dass wir sozusagen zwei Dinge miteinander verbinden, eine Antwort auf die Krise zu geben, aber eben auch ein Signal von Optimismus zu setzen. Und also ich muss dazu sagen, das gilt jetzt auch in Corona, ich bin ein Anhänger der Wissenschaft. Also auch wenn ich gern mal Filme wie Akte X früher gesehen habe, ja, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Außer diejenigen, die in der Politik schon selbst erlebt haben, glaube ich nicht an Verschwörungstheorien. Ja? Das sind aber mehr so Hinterzimmerverschwörungen. Glaube ich nicht daran. Ich bin manchmal echt wirklich, wirklich entsetzt, wenn ich das sagen darf, dass wir in Zeiten, wo wir so viel wissen wie noch nie, häufig so wenig glauben wie noch nie. Und da ist es auch ein Beitrag, ein Stück weit einen demokratischen Prozess zu stärken. Denn mit mehr Wissenschaft etabliert sich auch mehr Demokratie und auch mehr Transparenz in den Dingen. Und deswegen glaube ich, hat es so viele Nebenaspekte, an die man auf den ersten Blick gar nicht denkt, wenn es nur heißt, die geben da Haufen Geld aus für Professuren, bringt es was. Das hat auch einen tiefgesellschaftlichen Aspekt. Das freut den Wissenschaftsminister aus tiefstem Herzen. Herr Herzog, wir spüren den Schub in den neuen Zukunftsfeldern, Schlüsseltechnologien wie KI und Supertech, haben Sie auch tatsächlich schon umgesetzt und auch sehr erfolgreich vermarktet und gesetzt. Wie bewerten Sie denn als Unternehmer eigentlich das Niveau Bayerns im Bereich KI Supertech im internationalen Vergleich? GE ist ja ein wichtiger Partner für Sie. Ja gut, da darf ich vielleicht über mein Expertengebiet gleich sprechen. Über 3D-Druck-Schichtbauverfahren und da besitzt ja der Freistaat mit dem Greilinger Unternehmen EOS und mit dem Lichtenfelser Unternehmen, also hier aus Oberfranken, Concept Laser zusammen mit GE Additive nicht nur zwei absolute Pioniere auf dem disruptiven Feld, additive Technologien, sondern auch Weltmarktführer. Bayern bietet aber nicht nur Spitzentechnologie, sondern, und das ist ja ganz wichtig, Bayern hat auch Unternehmen, die Spitzentechnologie anwenden. Und das ist für mich das Entscheidende. Es nützt nichts, nur Spitzentechnologie zu entwickeln und sie findet woanders statt, sondern sie muss hier stattfinden. Wir müssen die Mittelstand stärken und damit die, sagen wir mal, hier die Produkte, die Zukunftsprodukte entwickeln können. Und das tun sie auch hier in Bayern. Wir sehen das natürlich nicht nur hier im Additivbereich, sondern auch in vielen anderen Branchen. Wir arbeiten ja hier dann mit allen Branchen zusammen in der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik. Da gibt es viele Unternehmen, wir sagen immer Hidden Champions, die wirklich Weltklasse hier sind und wichtige Rolle international spielen. Wichtig wäre noch zu erwähnen, warum das so ist. Es werden hier nämlich sagen wir, Schwerpunkte mit Förderprogrammen gestellt, im Prinzip gesetzt. Es gibt sagen wir, wissenschaftliche Infrastruktur. Wenn ich jetzt sage, in Lichtenfels sind wir gesegnet mit der Hochschullandschaft, dann würde man sich wundern, weil wir haben gar keine Hochschule in Lichtenfels. Aber ich gucke nach Coburg, nach Hof, Bayreuth, Nürnberg. Das ist alles für uns
eine halbe Stunde, Stunde Autofahrt erreichbar und deswegen war es auch möglich, Hightech auch hier im ländlichen Raum zu entwickeln. Also zusammenfassend, wir haben Spitzentechnologie, wir haben Spitzenunternehmen und die Hightech-Agenda ist ein Impulsgeber, dass wir das nicht nur halten, sondern dass wir die Chance haben, das auch auszubauen. Also Wissenschaftspolitik erhält Standort und Strukturpolitik. Liebe Frau Schmidt, an die Wissenschaft, Sie sind ja herausragende Forscherin und haben diesen großartigen Erfolg in Bamberg vorbereitet. Was können Sie denn aus den Hochschulen aktuell berichten? Wie steht es denn um den wissenschaftlichen KI-Nachwuchs in Bayern? Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Direkt in der Hochschule erleben wir in den letzten Jahren natürlich einen totalen Run auf unsere Vorlesungen, gerade im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, wo ich früher etwa 40 Studierende in der Vorlesung hatte. Es handelt sich um Wahlpflicht im Master, ne? Deswegen nicht wundern über so eine kleine Zahl, das ist ganz normal, das ist in München auch nicht anders, habe ich jetzt knapp 200 Leute sitzen. Entsprechend freuen wir uns natürlich sehr über weitere Professuren, denn Forschung und Lehre möchte man gerne an der Uni ja machen, beides zusammen und da brauchen wir sicher Entlastung. Im Prinzip hat die Frage der Ministerpräsident Söder gerade in seiner Rede schon vollständig beantwortet, warum es hier gut um Nachwuchs steht. Ich glaube, dass die Hightech-Agenda wirklich ein ganz großartiges Mittel ist. Ich bin ja auch in anderen Bundesländern bei ähnlichen Programmen, die nicht so finanzstark sind, zum Teil in Gutachtenverfahren mit drin. Und also das wird gesehen, wie viel Geld Bayern in die Hand nimmt. Wir haben, denke ich, Wettbewerb um die stärksten Köpfe. Da sicher sehr gute Chancen, Lebensqualität. München kennt man überall, Bamberg jetzt vielleicht nicht ganz so, Lichtenfels vielleicht auch nicht unbedingt. Ich glaube, da ist es beim Wettbewerb um die klügsten Köpfe schon auch eine Anstrengung damit verbunden, dass wir die herkriegen. Wir freuen uns auch, dass es jetzt so schnell gehen soll, aber es ist vielleicht manchmal dann doch schlauer, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 2021 nicht jede Stelle sehr gut besetzen können, da die Chance zu haben, auch mal ein Jahr zu warten, denn wir wissen alle, es handelt sich um Beamtenstellen und wenn man da einen Fehler macht, ist es vielleicht nicht so gut auf Dauer. Geld schießt Tore, haben wir gehört. Herr Ministerpräsident, 13.000 Studienplätze, vor allem im Bereich der Informatik, schneller werden, da geht es wirklich um richtig viel Geld. Und es ist ja auch immer ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Ministerien. Albert Füracker, unser Finanzminister, hat ja auch mitgespielt. Der war sicherlich auch komplett begeistert, nehme ich mal an. Nein. Nein, aber das ist ja normal, dass der Finanzminister, also ich habe damals eben mit Hubert Aiwanger, das ist ja, wir als Koalitionspartner haben uns lang darüber unterhalten, was sind die richtigen Wege, wie man damit umgeht. Und dann haben wir uns überlegt, was bringt was. Und dann haben wir einerseits die großen Programme mit Überbrückungshilfen gemacht, die sehr gut laufen, Soforthilfen, ähnliches mehr. Bei dir im Bereich der Kultur, da im Bereich der normalen Wirtschaft. Aber irgendwie reicht es nicht, war uns klar. Und wir haben dann nicht irgendwie krampfhaft versucht, was Neues zu machen, sondern haben gesagt, das, was wir schon wirklich durchdacht haben, was also schon sozusagen feststeht, wo auch von allen akzeptiert wurde, das beschleunigen wir halt einfach. Da werden wir uns anderweitig unterhalten müssen, wie man das Bauen beschleunigt. Ja, das ist ja eines unserer großen Schwachstellen im Land, wenn man ehrlich ist. Sie haben das vorhin, Sie haben diesen dezenten, Frau Professorin, diesen dezenten Seitenhieb aufs Beamtenwesen gemacht. Ja, hat natürlich viele Vorteile, denn es heißt immer, die Jacke des Staates ist zwar manchmal ein bisschen eng, aber doch sehr wärmend, ja, wenn ich das sagen darf. Man muss halt irgendwie schauen, eine richtige Flexibilität zu haben. Und es gilt auch fürs Bauen, so werden wir jetzt sehr viel mit Modulbauweisen anfangen, damit wir auch die Infrastruktur schaffen. Aber haben wir gesagt, da haben wir einen Doppeleffekt. Also Bauen hilft der Konjunktur, Wissenschaft hilft der Konjunktur, also haben wir es beschleunigt. Und der Albert Füracker sagt dann immer so, okay, wenn das alles war, dann geht's noch. Das ist dann aber auch ein frommer Wunsch. Wobei wir schon auf das achten, ich darf das hier nochmal sagen, wir haben bislang eigentlich in Bayern ausgegeben, trotz Corona bedingt, haben wir etwas um die 11 Milliarden an entsprechend aus. Also wir haben 5 Milliarden, 6 Milliarden Steuerausfälle und haben 5 Milliarden Geld aufnehmen müssen. Das ist bei einer gleichzeitigen Rücklage von 8 Milliarden, die wir haben. 8 Milliarden. Sehr, sehr stabil. Und wir wollten halt auch nicht jetzt einen Eingriff machen in vorhandene Strukturen. Die Kommunen brauchen unsere Unterstützung beispielsweise, um deren Investitionstätigkeit zu machen. Und wir wollen auch, dass das Land sich entwickelt. Und ich habe, wenn ich es noch sagen darf,
Ich habe die Kollegen vom IFO-Institut gefragt. Und wer so Professor Fuß kennt, der Nachfolger von Professor Sinde, allein schon durch seine Optik immer die Strenge Abraham Lincolns ein bisschen verkörpert, der wirklich für eine extrem klare Fiskalpolitik steht, die haben uns gesagt, wenn wir jetzt nicht investieren, und zwar richtig investieren, nicht so ein bisschen, ne, sondern richtig investieren, dann brechen schneller Strukturen weg, die uns auf Dauer für die nächste Generation erhebliche Nachteile bringen. Und darum ist das im Prinzip ein Programm für die Jugend, das wir machen. Wir haben es gehört, wichtiger Punkt. Wir haben vorher auch 15 Jahre ausgeglichene Haushalte mitgehabt und Schulden zurückgezahlt, also auch Spielräume bekommen. Hubert Aiwanger, das ist auch für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung und gerade die kleineren und mittleren Unternehmen. Wie machen wir denn aus deiner Sicht das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft fit für diese neue Zukunft? Ich glaube, dass wir hier gar nicht so unterscheiden können zwischen Groß und Klein. Das sind ja häufig draußen die Debatten, dass es heißt, ja, für die Großen, da habt ihr das Geld, aber wir Kleinen. Ich glaube, dass die Kleinen ohne große internationale Player auch nicht das Ökosystem, das wirtschaftliche Ökosystem um sich herum haben. Wir sehen es jetzt, wenn die Autoindustrie etwas in die Knie geht, was da alles hinten dran hängt, über den Handwerker bis zum Bäcker vor Ort. Und insofern ist dieses Schwerpunktprogramm mit vielen wissenschaftlichen Akzenten, aber auch wirtschaftlichen Aspekten, glaube ich, ein Entwurf, der durchaus auch den kleinen, den mittleren Unternehmen massiv nutzt. Wir haben eine sehr starke Mittelstandsoffensive drin, Mittelstandskreditprogramm ja in der Vergangenheit schon immer sehr stark gewesen. Der ganze Start-up-Sektor kommt massiv hinzu. Wir haben den Digi-Bonus drin, von dem sehr viele Firmen profitieren. Auch über unser Automobilforum mit den 300 Millionen Euro, das vor allem für die Transformation der kleineren Automobilzulieferer gedacht ist, haben wir ein sehr breites Programm. Und wenn wir mit neuen Techniken ja Zukunftsmärkte erobern, dann werden sehr stark auch die Handwerksbetriebe, die Mittelstandsbetriebe profitieren. Und ich war in letzter Zeit schon vor Corona auch draußen beim Handwerk, bei den kleineren Betrieben. Und man ist wirklich begeistert, wie weit dort schon viele Dinge, die additive Fertigung und so weiter vorangeschritten sind. Vor kurzem auch bei einem Handwerksbetrieb, das war in Schwaben draußen, ich hoffe, das ist keine Provokation hier, also Bayern muss ja überall funktionieren, wo der Klempner wirklich einen 3D-Drucker in seinem Auto mit dabei hat und wenn vor Ort irgendwo an der Wasseranlage eine Rändelschraube kaputt ist, muss er die nicht mehr irgendwo über ein Lager bestellen, sondern der druckt die vor Ort aus und baut die ein. Dinge, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, völlig visionär, geht ja überhaupt nicht. Also der Mittelstand, das Handwerk ist hier voll mit dabei und ich bin überzeugt, dass die Welt gar nicht auseinanderbricht in Klein und Groß und Handwerk und andere, sondern die Kleinen sind da voll mit dabei und häufig innovativer und schneller wie die Großen. Auch das muss man sagen. Es sind nicht die Weltkonzerne in erster Linie, die von unseren Programmen profitieren, natürlich auch die. Aber gerade auch der Mittelstand ist da voll mit dabei und kann sich über diese Programme in keiner Weise beschweren. Lieber Hubert, um das zu unterstreichen, haben wir einen Einspieler von einer Firma aus Bayreuth. Mein Name ist Jonas Salanzi und ich bin Geschäftsführer von Neuroforge. Neuroforge, der Name, ist eine Kombination. Auf der einen Seite wollen wir eine Teilkomponente der künstlichen Intelligenz, die neuronalen Netze, etablieren und zeigen, dass dieser aus dem Bereich Machine Learning wirklich einen Mehrwert für die Industrie bringen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir uns auch als verlängerter Arm und Forschungslabor. Der Mittelstand in Oberfranken ist meistens ein Gewerbe, das etwas produziert und bei dieser Fertigung können eben Fehler auftreten. Um diese Fehler rechtzeitig zu erkennen, muss man diesen ganzen Prozess überwachen. Diese Fehler müssen rechtzeitig erkannt werden, um eben Kosten zu sparen. Gleichzeitig können wir mit unserer KI überwachen, wie sich die Maschine beim Produktionsprozess verhält, sodass wir dann im Endeffekt ein Zusammenspiel von dieser KI haben, um ein optimales Produkt herzustellen und dem produzierenden Gewerbe die Qualität sicherzustellen, die er sich wünscht. Wir haben uns für den Standort Bayreuth entschieden. Wir kommen alle aus Bayern. War für uns natürlich klar, wir wollen weiterhin Made in Bavaria bleiben. Und wir wollen aber auch
an die denken, die nicht in den Großstädten angesiedelt sind, nämlich die Industrieunternehmen in der Region Oberfranken. Was wir unseren Kunden bieten, ist es wirklich State-of-the-Art-Technologien, die wir mit den bestehenden Technologien und Ansätzen unserer Industrieunternehmen vor Ort vereinen können. Das heißt, für Unternehmen, die eventuell Bedürfnis haben, aber nicht die Kapazitäten in diesem Bereich zu investieren, stellen wir der perfekte Partner dar. KI und die Arbeitswelt, das liegt klar auf der Hand, das sieht man sofort. Wir haben die Gesundheitsministerin da, auch in dem Feld, liebe Melanie, ist künstliche Intelligenz ja besonders wichtig. Und Sie haben ja ganze Menge auch, Frau Schmidt, in der Diagnose mit KI mitgemacht. Geben Sie uns doch einfach mal ein paar Beispiele, was man mit KI alles so machen kann und wo Sie die größten Potenziale auch sehen. Ja, wir haben tatsächlich zwei Projekte im Gesundheitsbereich. Ein großes BMBF-Projekt gemeinsam mit Fraunhofer ist vorher schon gefallen, dass Fraunhofer sich ja auch da stark engagiert. Da geht es darum, dass man beispielsweise bei der bildgebenden Diagnostik Tumorerkennung unterstützt. Nun würde kein Arzt weder vom Gefühl her noch rechtlich einer KI trauen, die in dem Bereich autonom entscheidet und damit ja auch wirklich über Schicksale entscheidet, über Behandlungsmethoden. Entsprechend passt da unser Thema erklärbare KI sehr gut. Es wird ja viel gefordert, der Herr Ministerpräsident hat vorher auch die ethischen Gesichtspunkte angesprochen. Es ist das eine, ein Lippenbekenntnis zu haben, KI soll den Menschen im Mittelpunkt haben, KI soll fair sein und so weiter. Das kann man sagen, aber wenn man keine KI-Methoden erforscht und entwickelt und umsetzt, die das ermöglichen, dann geht es eben nicht. Also an solchen Methoden forschen wir eben, beispielsweise in diesem Projekt. Aber ich sehe hier beispielsweise den Jens Grubert von der Hochschule Coburg. Wir sind gerade in letzten Zügen mit einem Antrag, wo es um Mobilität der Zukunft etwa geht, wo wir auch das Thema Erklärbarkeit haben, um eine gute Balance zu schaffen zwischen Autonomie und Vertrauen, auch in der Mobilität der Zukunft. Also ich glaube, dass zwar die rein datengetriebenen Ansätze des Machine Learning, die die letzten Jahre vor allem im Mittelpunkt standen, unheimliche Innovationsschübe gebracht haben. Ich glaube aber, dass die etwa für einen Mittelstand ganz selten einsetzbar sind. Und da braucht es einfach ein breiteres Methodenspektrum und eben das Thema Nachvollziehbarkeit. Philosophie und Haltung haben wir heute schon mehrfach gehört, Herr Ministerpräsident. Ich denke, es muss auch gelten, dass die Technik den Menschen dienen muss und dass es Hilfsobjekt ist und dass die Steuerung durch den Menschen erfolgt. So haben wir in dieser Hightech-Agenda eben auch das ein oder andere Institut dabei, das die Folgeforschung mitbetreibt. Was macht denn auch diese Technik mit uns? Ich darf einfach mal das BIDT nennen. Und natürlich profitieren, Herr Herzog, viele Unternehmen auch von der Digitalisierung. Aber gibt es hier auch eine Diskussion, wo Chancen und Risiken sind, wo auch vielleicht negative Auswirkungen sind? Welche Gefahren gehen aus Ihrer Sicht denn vielleicht auch von solche Entwicklungen mit aus? Ja, das liegt vielleicht im Naturell des Einzelnen. Als Unternehmer ist man ja eher jemand, der die Chance sieht und sucht vor allem und auch die Möglichkeiten und das Positive. Und ich denke, so muss man insgesamt auch rangehen an die ganze Geschichte. Ich sehe hier ein riesen Betätigungsfeld für den Mittelstand vor allem. Wenn ich mir überlege, was ich hier mit Additiv noch alles tun könnte, Frau Schmidt hat und ich, wir haben uns schon heute Morgen unterhalten. 2004 haben wir ein Kamerasystem entwickelt mit einer Universität. Da können wir bei 3000 mm pro Sekunde alle 0,1 mm die Leuchtintensität von dem Schmelzpool ermitteln und die geometrische Ausbreitung. Was wir bekommen, sind riesen Datenmengen und wir versuchen, das zu interpretieren und den Prozess besser zu machen. Da kann uns die Frau Schmidt unheimlich helfen, das System noch viel weiter rauszutragen in seinen Möglichkeiten. Und die Diskussion müssen wir einfach führen mit allen Menschen, dass es Chance ist. Und man darf natürlich auch die Risiken auf keinen Fall irgendwo ausblenden. Also solche Technologien jetzt nur in der Hand, jetzt sage ich es einfach mal von Großkonzernen, würde mir Bauchschmerzen bereiten, ganz ehrlich, weil wir müssen schauen, dass diese Technologie allen zugänglich ist, vor allem dem bayerischen Mittelstand, weil wir daraus Zukunftsprodukte entwickeln können, Zukunftstechnologien. Und von daher bin ich persönlich jemand, der jetzt auch mit dem Forschungs- und Anwendungszentrum, was wir in Lichtenfels gründen wollen, mit der Hochschulpräsidentin, Landrat und Bürgermeister, da wollen wir
Begeisterung schaffen für diese digitalen Themen von Kindesbeinen an bis zu den Erwachsenen. Das hat sehr viele technische Aspekte natürlich, aber wir haben es auch schon erwähnt, es gibt Vorbehalte und wir möchten einfach, dass Menschen sich ihre eigene Meinung über KI und Supertech bilden und auf keinen Fall von anderen bilden lassen. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Also ich kann das nur aufgreifen. Also zunächst einmal, Technik hat die Welt eher besser gemacht. Also das ist doch alles eine Chance. Übrigens, die junge Generation sieht es nicht so skeptisch wie manche, die darüber reden. Das ist eine Chance, die kann man ergreifen oder nicht. Wenn ich sehe, worüber wir lange philosophiert haben, über den Nutzen von iPhones und was weiß ich, ja, und wo wir noch in der Lehrerfortbildung auch arbeiten müssen, die Digitalisierung der Schule zu verbessern, sind auch unsere Kinder schon Lichtjahre weiter. Die wachsen schon ganz anders auf. So. Und das Gleiche gilt für Unternehmen. Der Staat selber, glaube ich, kann gar nicht ermessen, welche praktischen Anwendungen dahinter steht. Das sind Unternehmertum. Da gibt es Details, ist ja wie immer im Leben. Ja, ein Wissenschaftler kommt zur Idee, das sei das Wichtigste. Und irgendwas, was er eigentlich als eher Abfallprodukt sieht in der Wissenschaftsentwicklung, was 5 Fußnoten gibt in einer langen Ausarbeitung, das kann eine Geschäftsidee werden, die die ganze Welt erfasst. So ist es nämlich. Und darum ist es so wichtig, die beiden zusammenzubringen. Unternehmertum auf der einen Seite, Wissenschaft, deswegen sind auch viele Start-ups wichtig. Das ist ja auch nicht so wie vor 40 Jahren, dass ein Unternehmen 100 Jahre besteht. Manchmal kombiniert man, man geht auf, man hat eine neue Idee. Und darum gefällt mir das, was Sie auch sagen. Beides muss zusammen. Der Spirit ist auch, eine Idee zu haben, die Zukunft zu gestalten. Und jetzt sagen wir auch so, bei jeder Wissenschaft, sofern sie sich noch abstrakt bewegt, gibt es große Sorgen. Wenn sie dann praktisch wird, ist ganz anders. Also mal ein Beispiel, wenn wir im künstlichen Intelligenzbereich und Quanten etwas weiterdenken, dann ist es durchaus möglich, Nervenimpulse umzusetzen in normale Bewegungen. So, Exoskelette oder komplette Prothesen, die dann funktionieren. Also ich möchte mal denjenigen sehen, der dann, wenn er die Chance hat, obwohl er schwer verletzt ist, nicht komplett wieder sein Leben herzustellen, dass er das nicht positiv findet beispielsweise. Natürlich braucht es immer Grenzen und Regeln und alles, ja klar, aber das sind doch enorme Potenziale für ein Leben im Alter. Ja. Ich bin ja auch schon ziemlich alt mit 53, ja, sag meine Kinder. Und also muss man überlegen, was ist so die nächsten Stufen und all diese Dinge zu helfen, ganz praktisch. Ja. Nur mal sowas, ganz banal. Oder jetzt stellen Sie sich mal vor, autonomes Fahren. Klar gibt es ein paar, die sagen, ich möchte gern durchziehen, aber mal der Gedanke, wir hätten wirklich autonomes Fahren. Und zwar nicht jetzt nur mal dieses kurze Stück auf der A9, sondern wir hätten ein autonomes Fahren, wo uns das Auto dann quasi ein Mobilitätsinstrument, aber gleichzeitig wie eine Art Homeoffice-Arbeitsplatz ist. Wir kriegen quasi gesagt, jetzt ist der Stau in Lichtenfels nicht ganz so groß, aber sagen wir mal für die größeren Ballungsräume, ja, wir kriegen gesagt, um die und die Zeit ist quasi am besten, weil der Verkehr sich rechnet, dort und dort aufzutreten. Optimal. Das ist in der Kombination von Lebenswerten und Lebenszielen eine völlig neue Chance und wird gleichzeitig aber Arbeitsplätze, Produkte, Wohlstand schaffen. Und wenn uns das gelingt, Wohlstand und die Welt ein bisschen besser zu machen. Also das soll sich jetzt nicht irgendwie naiv anhören, aber ich glaube, das muss doch der Anspruch sein. Und die meisten Forscher der Welt, die ich erlebt habe, die treten genau damit an, sozusagen zu gucken hinter den Vorhang, was ist da Neues? Das ist so ein Forschergeist. Ja? Und das hat mich immer fasziniert. Und man muss gar nicht so weit wegfliegen, um völlig Neues zu entdecken. Das kann man auch im Kleinen entdecken. Und deswegen habe ich da auch diese Bekenntnis zur Wissenschaft, ich lese das auch, ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, auch nicht von diesen ganzen Weltuntergangsideen und ich finde ein bisschen mehr Utopie statt Dystopie. Wir leben so in einem Zeitalter der Dystopie, ja? Auch in Filmen ist das so, immer nur Untergangsszenarien, ja? Wie alles schlecht wird. Jetzt nehmen wir mal die letzten 20, 25 Jahre, sich viel verändert, auch viel Schwierigkeiten, aber technologisch gesehen, was heute alles möglich ist, wo man helfen kann, worüber man schon gar nicht mehr reden und diese Bereitschaft einfach, das mitzumachen, das ist wichtig. Und letzten Satz, wenn das noch gestattet ist. Ich befürchte allerdings, weil Sie das angesprochen haben, ich befürchte allerdings, dass es nicht nur um die Frage von Konzernen geht, sondern ich befürchte, dass es global gesehen auch einen Wettbewerb um technologische Dominanz gibt. Das, was wir mit den USA und China so erleben, wird auch eine Frage von technischer Dominanz sein.
Und es muss unser Ziel sein, auch als Land und als Kontinent, als europäischer Kontinent, dass wir, wenn wir überhaupt etwas mit unseren Werten in der Welt erreichen wollen, dann brauchen wir auch weiter Wohlstand, aber der geht nur mit auch eigener Souveränität in Technologie. Also unsere amerikanischen Freunde sind total gespannt darauf, was zu fahren, was wir machen. Ob sie alle Technologien, zum Beispiel Quantentechnologien, teilen werden, so wie sich das jetzt anhört, weiß ich nicht. Und unsere chinesischen Partner sind auch sehr, ich sage jetzt einmal so, sehr wettbewerbsorientiert, um es jetzt diplomatisch nicht falsch zu sagen. Und je mehr wir da einbringen an Kompetenz, umso spannender sind wir als Gesprächspartner und desto mehr erreichen wir auch im Transport dessen, was uns auch wichtig ist, jenseits von binären Formeln. Die Dinge praktisch machen, praktisch darzustellen. Frau Schmidt, ein wunderbares Schiff, was hat denn dieses Schiff, dieses Segelschiff mit KI zu tun? Ja, das Schiff hat mein Kollege Dietrich Wolter gebaut. Es sieht vielleicht etwas verspielt aus, es steckt aber eine ganz ernsthafte Forschungsfrage dahinter. Mit so einem Schiff, das autonom segelt, macht man jetzt nicht auf der A9, geht es darum, dass man erforschen kann, wie Informationen aus der Umwelt und aus Sensorik, Lage, Wind, Geschwindigkeit, ist ein anderes Schiff in Front, wie solche Informationen umgesetzt werden können in semantisch bedeutsame Informationen. Das heißt, also der technische Begriff heißt hier Symbol Grounding Problem. Also wie komme ich von physikalischen Signalen zu Dingen, die interpretierbar sind und eine Bedeutung haben. Gemeinsam mit Dietrich Wolter und zwei Kollegen aus dem Software Engineering haben wir ein BMBF-Projekt aus der Linie KI-Labore, wo wir dieses Schiff auch nutzen. Und da geht es dann darum, dass wir erforschen, wie man KI in autonomen Systemen, Embedded-Systemen, verlässlich machen kann. Denn das, denke ich, ist bei allen Bereichen, wo es um autonome Systeme geht, man kann nicht in allen Bereichen, wie ich es vorher in der Medizin geschrieben habe, so eine partnerschaftliche KI haben. In manchen braucht man eine Autonomie. Ich kann mit einem Bremsassistent nicht diskutieren, ob man jetzt bremsen soll oder nicht. Ja? Da braucht man dann eben andere Methoden und da geht es eben um robuste und verlässliche Verfahren, die eben sehr stark auf der Interaktion zwischen Forschung in der KI und in der Softwaretechnik basieren. Und Spaß macht es mit so einem Segelschiff bestimmt auch noch. Lieber Hubert Aiwanger, das Thema Energiewende spielt ja auch eine riesige Rolle mit diesen Supertech und Cleantech, wir haben es gehört. Jetzt haben wir hier in Bayreuth, in der unmittelbaren Nähe mit Baybat, ein unglaublich wichtiges Forschungszentrum. Wie sieht es denn in Bayern mit der Batterieforschung im Moment aus? Also mit Bayreuth und Baybat glaube ich, dass wir hier in der Region einen Leuchtturm setzen. Da ist noch nicht alles besetzt, was besetzt werden muss, aber sie sind schon gut in Aufbau. Und ich bin der Überzeugung, dass wir hier bayernweit die richtigen Akzente gesetzt haben, indem wir uns an der Stelle auch zur Batterie bekennen. Auch im Raum München und in anderen Standorten sind wir ja hier unterwegs. Und ich glaube, das ist auch mal der richtige Augenblick zu sagen, ich bitte hier die ideologischen Debatten um Batterie oder andere Antriebssysteme hintanzustellen. Das ist ja häufiger im Internet zu beobachten, in den sozialen Netzwerken, wie sich Batteriebefürworter und Batteriegegner hier gegenseitig bekämpfen. Und ich sage, was ist denn besser? Bleistift oder Kugelschreiber? Kommt vielleicht auf die Anwendung an. Und hier genauso, mal ist die Batterie das Richtige, mal ist der Diesel das Richtige, mal der Benzin, mal der Wasserstoff und mal die Cleantech-Betankung meinetwegen. Also ich sage immer alles zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Wir haben im Bereich Batterie vielleicht über Jahre hinweg, viele sagen, den Anschluss verpasst. Ich sehe es gar nicht ganz so schlimm, wenn man sich die Forschungen ansieht, auch im Bereich der Unternehmen selbst. Es ist ja nicht alles nur staatlich getrieben, was wir hier machen, sondern viele Unternehmen sind hier selber schon viele Schritte vorangegangen in den letzten Jahren. Dann bin ich überzeugt, sind wir in den nächsten Jahren auch dabei. Es gibt dann die Dinge wie die Feststoffbatterie und so weiter, wo man eben das Thema Lithium-Ionen dann vielleicht überwinden kann. Also wir sind auch im Raum Oberfranken mit dabei, sind bayernweit mit dabei, geben dafür sehr viel Geld aus. Ich habe vor kurzem einen großen Förderbescheid auch einem größeren Automobilhersteller in die Hand gedrückt, der damit auch versucht, wieder zu den Asiaten aufzuschließen. Also wir brauchen hier auch nicht Angst vor der Zukunft haben, wir sind gut dabei. Sagst du
noch was zu unseren Wasserstoffaktivitäten, weil das ja auch für die Region sehr wichtig ist. Ja, und das ja von dir auch vorangebracht wird. Wenn man das Thema Wasserstoff hier ergänzen darf, dann bin ich der Überzeugung, dass sich hier in den letzten 5, 6, 7 Monaten die Welt völlig gedreht hat. Mochte man auch im letzten Jahr meinen, das ist irgendwo Zukunftsvision 2035, so springt momentan jeder Automobilzulieferer, jeder Konzern, sehr viele Mittelständler drauf auf. Wir haben ja ziemlich genau vor einem Jahr in Nürnberg unser Wasserstoffbündnis Bayern gegründet. Mittlerweile deutlich über 100 Mitglieder vom Weltkonzern bis zum innovativen Start-up, Unternehmen, die im Wasserstoff eine Zukunft sehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir viele Antworten im Bereich MAN, LKW, wo wir ja diskutieren, wie geht es mit den Arbeitsplätzen weiter, damit beantworten können und könnten, wenn wir schon die Fahrzeuge dazu hätten. Die werden jetzt für in 2, 3, 4 Jahren angekündigt. Wir haben ja am 1. Oktober das bundesweit erste Tankstellenförderprogramm für LKWs und Nutzfahrzeuge in Bayern aufgelegt, wo wir in den nächsten 2, 3 Jahren um die 100 LKW-Tankstellen bauen wollen, um auch dieses Henne-Ei-Problem mal zu lösen. Die einen sagen ja, Fahrzeug brauche ich keins kaufen, weil es keine Tankstelle gibt. Und die Tankstellenleute sagen, ich brauche keine Tankstelle bauen, weil es keine Fahrzeuge gibt. Also legen wir jetzt mal mit Tankstelle vor und haben trotzdem im Bündnis jetzt auch die Zeitachse im Auge, dass sich die Tankstellenbetreiber mit den Herstellern und vielen anderen, die dann zuliefern müssen, die Anwendungszentrum bauen müssen und so weiter, auf einen Zeitstrahl einigen und sagen, du machst das Fahrzeug, ich mache die Tankstelle, ich mache die Zulieferung, damit wir das mal auf Reihe bringen. Und da haben wir jetzt in Bayern ja sehr viel Geld reingesteckt, der Bund hat viel Geld reingesteckt und ich bin überzeugt, dass die Wasserstoffwirtschaft in Bayern das Potenzial hat, wirklich der Anschluss zu sein zu dem Wegbrechen in den Automobilzulieferern. Also wenn Wasserstoff weltweit ein Erfolg wird, wovon ich ausgehe, was eigentlich fast gar nicht mehr zu vermeiden ist, weil schon so viele reingehen, dann sind wir hier voll mit dabei und ich bin froh, dass wir schon so weit sind und dass wir hier uns auch committen konnten, dass wir hier so viel Geld dafür ausgeben. Die Zeitachse im Auge. Wir haben den nächsten Einspieler. Stefanie Kitzing von der Hochschule in Hof stellt uns eine erfolgreiche Vernetzung vor. Das Institut für Informationssysteme ist ein Forschungsinstitut der Hochschule Hof und beschäftigt sich hauptsächlich mit Forschung im Bereich oder angewandte Forschung im Bereich der Informatik. Mein Name ist Stefanie Kitzing und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof. Das ISIS hat eine große Veranstaltung, das es zusammen mit 3 weiteren Hochschulen veranstaltet, das IT-Forum Oberfranken. Dort haben wir dann bestimmte Vorträge aus dem Forschungsbereich, um eben zu zeigen, wie funktioniert gerade derzeit die Forschung in der Informatik. Und dann ergänzend dazu Best Practices aus der Industrie, die eben auch Verbreitung finden sollten und von anderen adaptiert werden können. Wenn ich den IT-Standort in Oberfranken mit 3 Worten beschreiben müsste, wären das Kreativität, Vielseitigkeit und Innovation. Herr Herzog, Kooperationen, wie wichtig empfinden Sie als Unternehmer diese Verbindung, diese Vernetzung? Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? Ja, Kooperation, vor allem zwischen Unternehmen, Hochschulen, Universitäten, aber auch, wir haben die Fraunhofer-Institute gehört, sind per se ganz wichtig. Ich kann mich erinnern, als ich in den Mitte der 90er mit Metallstaub und Festkörperlaser irgendwie versucht habe, ich sage es mal fränkisch, was zusammenzuprutzeln, da war es schon ganz wichtig, dass ich dann irgendwann mal den Weg auch nach Dresden gefunden habe zum Fraunhofer, aber auch nach Coburg, wo es die Möglichkeiten gab. Das hat nämlich sehr geholfen, die Erkenntnisse, die man gesammelt hat, im Prinzip einen Impuls, einen Beschleuniger zu geben, um letztendlich dann Weiterentwicklung, Fortentwicklung zu betreiben. Also es ist existenziell wichtig sogar heutzutage, wo die Themen komplexer werden. Also ich kenne mich mit KI ein bisschen nur aus, habe ich festgestellt, als ich mit der Frau Schmidt heute geplaudert habe. Kenne mich gut mit additiven Technologien aus. Wenn wir jetzt Wissen transferieren, dann hat man sich nicht nur ausgetauscht, sondern es entstehen neue Ideen. Und das ist ganz wichtig, mehr noch als vor 20, 30 Jahren, wo es auch schon wichtig war.
wo es eher noch viele Berührungsängste gab. Also da hat man dann gesagt, was, du traust dich, du gehst zum Fraunhofer. Das sind halt auch die Professoren. Ne? Das ist heute eine ganz andere Situation. Also auch für kleine und mittlere Betriebe ist es Selbstverständlichkeit, dass man heute an die Hochschule geht, dass man zum Fraunhofer geht oder sonstige Institutionen. Auch wichtig, die Ausbildung. Warum sind wir in Bayern stark, international auch? Das ist aus meiner Sicht, und ich bin ein Kind dessen, eine fantastische Ausbildungssituation. Die schulische Ausbildung, die berufliche Ausbildung und natürlich die akademische Ausbildung. Also wir bilden ja unseren Nachwuchs, der dann in diese modernen Zukunftstechnologien gehen soll, ja natürlich auch an den Hochschulen aus. Deswegen ist es ja wichtig, dass es sagen wir mal, auf Höhe der Zeit im Prinzip passiert. Also zusammenfassend, ganz, ganz wichtig der Wissenstransfer und ganz, ganz wichtig die Bildung, die akademische Bildung zusammen mit den Unternehmen. Die größte Gruppe an den Universitäten sind ja die jungen Menschen, die Studenten. Und hier diese Faszination mitzugeben, ist der entscheidende Punkt, die Flamme der Begeisterung. Herr Ministerpräsident, gerade die Themen Bavaria One, Weltraum, diese Dinge sind ja für dich persönlich auch ganz spannend. ESA Aerospace wurde jetzt gerade eingeweiht. Warum sind diese Themen für dich so interessant? Jetzt schau mal. Vor wenigen Tagen kam eine Meldung, dass in der Atmosphäre der Venus möglicherweise organische Stoffe gefunden wurden. Es gibt heute im Vergleich von vor 10, 15 Jahren unglaublich viele Erkenntnisse, die zum Beispiel sagen, dass auf Venus oder Mars mal gleiche Verhältnisse waren wie bei uns Ozeane gegeben haben. Es gibt Hinweise darauf, dass es auf Monden in unserem Sonnensystem um Saturn oder um Jupiter Verhältnisse geben könnte mit Eisschichten, Ozeanen drunter, auch vulkanischen Aktivitäten, die, so sagen Wissenschaftler bei uns, vergleichbar sind mit der möglichen Entstehung des Lebens auf unserem Planeten. Die sogenannte schwarze Raucherphilosophie, also eine Entstehung von Bakterien auf dem Meeresboden. So, wenn ich das zusammennehme, dann heißt es, Leben ist denkbar, auch außerhalb der Erde. Jetzt muss man mal wirklich sagen, darüber nachzudenken und einen Beitrag zu leisten, was kann es für einen größeren Impuls geben für Wissenschaft und Forschung als das? Also jemand zumindest, der sich mit Religion und Philosophie beschäftigt, nicht nur mit Astronomie und mit Mathematik und Physik, der muss doch da einen Impuls spüren sozusagen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es geht ja nicht nur um den Blick sozusagen ins All, sondern das eigentlich Spannende ist der Blick auf die Erde. Wenn wir sehen, was wir heute allein mit den Satelliten, die wir jetzt in Bayern ausstatten, und da sind wir dann wieder im praktischen Nutzen, für Beobachtungs- und Planungs- und Analysemöglichkeiten haben, für den ganzen Thema Klimawandel, Wasser und Wind, bis hin zu landwirtschaftlichen Prozessen der Düngung beispielsweise, dann haben wir damit also nicht nur irgendwas zu den Blick weit weg, sondern den Blick auf uns, um die Dinge und die Prozesse besser zu bereiten. Und ich muss ehrlich sagen, und das finde ich sind so Dinge, die einen begeistern. Also ich glaube, dass dahinter eine ganze Menge steckt. Und wenn man sieht ja, was der Elon Musk für Ideen hat und Leute begeistert. Also ich glaube, ihr seht, dass Tesla allein so ein tolles Auto ist. Aber das, was er bei SpaceX macht, das sind Dinge, die junge Menschen auch einen Impuls geben, sich selber zu reflektieren, was Neues zu machen. Und deswegen glaube ich, brauchst du auch immer wieder solche Projekte, die mit praktischen Nutzen verbunden sind, aber die irgendwo noch einen Schritt weitergehen, die einen Anspruch dokumentieren, einen Anspruch, etwas mehr zu machen als das, was jetzt alles schon jeder weiß. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht nur, wir hatten uns damals über den Titel gestritten und so, und ob das jetzt richtig ist, das ist ja alles nicht relevant. Relevant ist zum Beispiel, dass wir die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa auf den Weg bringen. Relevant ist, dass wir im Bereich der Luft- und Raumfahrt, Hubert Aiwanger, bei dir auch viele Projekte haben, um das zu unterstützen und voranzubringen. Und relevant ist auch tatsächlich, dass man mit Geodäsie andere Möglichkeiten hat, uns selbst zu verstehen. Und insofern kann ich nur sagen, der Blick ins All ist eigentlich immer ein totaler Spiegel. Also immer ein Spiegel auf uns selbst und ich hoffe, dass sich da junge Menschen auch begeistern lassen. Ich habe abschließend dazu, wenn du heute mit egal welchen echten Superprofis von NASA und ESA und so weiter redest, gerade die jetzt etwas gesetzteren Alters sind, also so um die 50, ja,
Da gibt es fast keinen, der sich nicht inspirieren hat lassen durch, sagen wir mal, Star Trek. Und wenn Sie anschauen, ich meine, wir haben jetzt heute diese Geräte, früher hieß Scotty, beam mich ab, zumindest gab es diesen Kommunikator. Ja, über all die Dinge, die da so geredet werden, hat die Wissenschaft danach gesagt, das könnte gar keine schlechte Idee sein. Darum glaube ich, dass Fantasie, ja, und Wissenschaft gut zusammenpassen. Und darum heißt es ja auch Science Fiction. Science Fiction, die beiden Dinge kommen zusammen. Und klar, wir sind alle unterschiedlich veranlagt, den einen interessiert es mehr, den anderen weniger. Aber ich glaube, dass wenn es uns gelingt, diese Fantasie als Impuls zu setzen und dann praktische Nutzen zu haben durch viele, viele unzählige Unternehmer, die dann auch erkennen und sagen, ja, okay, die Philosophie ist jetzt das eine und ist ein tolles Projekt, aber ich habe da die und die Idee rausgezogen und die hilft jetzt nicht nur bei dem Projekt irgendwo weit weg, sondern damit kann ich im Alltagsbereich eine Anwendung schaffen, die dies und jenes Produkt besser macht. Genauso ist der Innovationsprozess. Also Innovation ist nicht was Punktuelles, sondern es ist so wie ein breiter Strom. Deswegen gefällt mir das auch so. Und der findet auch nicht nur statt in München oder in Bamberg, sondern eben überall kann es sein. Das übrigens gehört auch zu den großen Ideen dazu. Wenn man anschaut, Bayern ist ja so, also wenn man das Silicon Valley zusammennimmt, das ist ja nicht nur ein Ort. Das sind ja 100, 150, 200 Kilometer drumherum. Das sind große Innovationslandschaften, wenn ich das sagen darf. Und insofern passt das eigentlich zu Bayern super dazu, weil Sie gesagt haben, Frau Professor, kennt jeder jetzt Lichtenfels? Also ich kenne es, ja, seit meiner Kindheit, schätze es auch sehr. Franken sowieso. Und ich glaube aber, dass wenn man das, deswegen ist die Philosophie gewesen, auch hier, Bernd Siebler hat es exzellent vorgearbeitet, dass wir in so einem Netz arbeiten. Das heißt, die Hochschule in Coburg, genau, Bamberg sowieso, die Uni, jeder profitiert im Prozess von den anderen. Das heißt, wenn die Münchner was machen, dann sind die Bamberger mit dabei. Und umgekehrt, wenn man in Coburg was macht oder in Hof was macht, beispielsweise Hochschule in Hof auch, ja, dann ist es Zulieferung und tolle Ideen, die die vielleicht in München noch gar nicht gesehen haben. So. Und das macht auch diese Klasse, ehrlich gesagt, aus. Heute forschen ja Experten um die Welt in großen Forschungsteams. Und im Grunde genommen ist das Team Bayern, das hier dann forscht, und zwar von Hof bis Garmisch. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, wenn ich das mal sagen darf. Alle sind dabei, jeder macht mit und jeder bringt sich ein. Wir haben ja auch angekündigt, dass wir von den Teilnehmern an den Bildschirmen die Fragen aufnehmen. Die Fragen blenden wir jetzt ein und dann beantworten wir die natürlich auch. Herr Ministerpräsident, Kai Baczynski fragt, ich höre nur Hochschule, was ist mit dem Rest an den Politikfeldern? Also wir sind heute an der Hochschule, Herr Baczynski, deswegen ist es nicht so völlig überraschend, dass wir uns hier primär mit der Hochschule beschäftigen. Aber wir haben ja alle anderen Felder auch im Blick. Das heißt, wir haben nochmal gesagt, bei der Strategie jetzt bei Corona hat es ja mehrere Themen. Das eine ist die gesamte medizinische Herausforderung, Stärkung der medizinischen Grundlagen, der Infrastruktur, der Krankenhäuser, ist das eine. Das zweite ist der Hightech-Bereich, von dem wir reden, um den Innovationssprung zu machen. Und der dritte Bereich ist das, was wir allgemein unter Stärkung und Erhalt wirtschaftlicher Substanz verstehen. Dazu können die gesamten Überbrückungshilfen, die Soforthilfen, auch in der Kultur, bei dir beispielsweise. Dazu gehört auch Kurzarbeit, wenn ich das sagen darf, all diese Maßnahmen, um zu helfen. Das Zusammenspiel muss aber so sein in dieser Corona-Zeit. Wir versuchen, keine schweren medizinischen Folgen zu haben. Und ich bleibe dabei, Vorsicht und Umsicht ist besser, wenn man sieht, was um uns herum stattfindet. Übrigens selbst in Deutschland, wenn ich mir jetzt die Berliner Zahlen anschaue, im Moment, da geht gerade Berlin Mitte, sind glaube ich über 60 ist die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner. Da ist die Rückverfolgbarkeit schwer möglich und die Folgen erlebt man ja woanders. So, also das eine heißt medizinisch da gut durchkommen. Das zweite heißt ökonomisch Substanz erhalten und abfedern, wo Probleme sind, zu versuchen im Spiel zu bleiben, Mitarbeiter zu halten, Perspektiven zu schaffen und das dritte ist dabei einen Sprung zu machen. Das ist das, was wir hier tun. Darum, glaube ich, passt das so zusammen. Zweite Frage geht an mich. Die Barbara Weber fragt, dass sich in Bamberg viel tut, in Hof angeblich fügig ein weniger. Wieso das denn so sein, was sonst passiert? Also ich glaube, dass in Hof auch eine ganze Menge passiert. Jürgen Lehmann, wir waren erst vor kurzem in Münchberg, wo wir das Technikum eröffnet haben. Wir haben in Hof eine ganze Menge von Plänen und Ausbauten auf den Weg gebracht. Wir haben es im Einspieler gesehen. Auch hier profitiert die Hochschule in Hof natürlich enorm. Der Landrat Beer ist auch da, was ich gesehen habe. Also wir haben das angelegt, dass das in ganz Bayern sich tut. Wir haben beim Thema Digitalisierung vier große Knoten mit München, mit Ingolstadt, mit Nürnberg-Erlangen und mit Würzburg. Davon ausgehend
dichtes Netzwerk in alle Regionen, das in Bamberg jetzt eine kleinere Universität so sensationell gewonnen hat, unterstreicht, dass alle ihre Chancen haben, sie auch zu nutzen. Wir sind die Ermöglicher an dieser Stelle und wir haben tatsächlich alle Regionen im Auge. Und wenn es in Hof wirklich so wäre, ruft mich der Jürgen Lehmann an und sagt, da ist wieder was zu tun, der Oliver wäre genauso. Aber ich habe in letzter Zeit Gott sei Dank keinen Anruf bekommen. Wir sind gerade dabei, die Dinge so umzusetzen, es läuft einiges. Nicht provozieren. Ja, der macht es dann schon wieder, keine Sorge. Ja, ich kenne das schon, ja, was das geht. Eine appellative Frage mehr, lieber Herr Ministerpräsident. Bitte Druck auf Sachaufwandsträger machen, damit Digitalisierung der Schulen schneller läuft. Wir haben eine ganze Reihe da, der Lanser Kalb ist da, der Oberbürgermeister. Ja, da können wir mehr machen miteinander, aber das tun wir jetzt auch. Also Fakt ist ja, dass wir seit einem Jahr bereits einen großen Batzen Geld zur Verfügung haben und der zum Teil nur abgerufen wird. Es gibt auch Gründe dafür. Wir haben jetzt nochmal einen großen Digitalisierungsgipfel gemacht zum Thema Schule und haben da jetzt Folgendes vereinbart. Also erstens einmal, dass die Kommunen zusätzliche Unterstützung bekommen. Wir übernehmen auch noch die Systemadministratoren, sodass jetzt im Grunde genommen kein Argument mehr gibt, es umzusetzen. Muss man zusagen, es war auch Corona und Kommunalwahl. Deswegen muss man auch ehrlicherweise sagen, gab es da auch viele Diskussionen, wie schnell kann man das machen. Aber das ist, glaube ich, gut auf dem Weg. Also die Kommunen, machen wir keine Sorge, die machen das jetzt. Das Zweite ist, was wir aber brauchen, wir brauchen auch Fortbildung in der Schule. Und zwar sowohl für die Lehrer als auch Fortentwicklung. Es gibt übrigens tolle Lehrer, tolle Pädagoginnen und Pädagogen, die es schon toll machen. Und einige sind auf dem Weg dazu. So, da muss man halt unterstützen. Muss man einfach unterstützen. So. Ich glaube auch, dass Digitalisierung der Schule nicht immer nur als Ersatz gesehen werden muss für Präsenzunterricht, sondern als Ergänzung. Und auch im Unterricht selbst, im analogen Unterricht, gibt es digitale Momente, wo das sehr gut gehen kann. Also Schule ein bisschen moderner denken an der Stelle. Und dann eben auch Fortentwicklung der Prozesse. Also zum Beispiel hat Schul-YouTube, ist ja heute schon so, dass viele Schüler viel Wissenswertes gar nicht so sehr aus dem Schulbuch, sondern aus verschiedenen Erklärvideos haben. Und da gibt es ganz andere Möglichkeiten, es zu machen. Man muss auch Lehrern beispielsweise, die dort für die Sache tätig sind, mehr Freistunden geben, damit sie das machen können und sie an anderer Stelle ein Stück weit entlasten. Und das Dritte, Geräte. Wir werden jetzt fast 400.000 Geräte anschaffen für Schüler und für Lehrer nochmal, um das voranzubringen. Kostet alles viel Geld, ist aber notwendig und werden das noch versehen mit noch einmal einer wirklich ziemlich wuchtigen Unterstützung für Breitband und auch WLAN an der Schule, weil es einfach die Grundvoraussetzungen sind, die wir da auch brauchen. Also wie gesagt, an den Sachaufwandsträgern liegt das jetzt nicht. Ich glaube, wir sind uns da alle der Bedeutung einig und wir versuchen das Beste zu machen. Aber es ist halt wie immer, wenn ich das sagen darf, Herrn Kobes, manchmal verzweifelt man etwas an den Regularien, die wir haben. Also wir können, der Hubert ist jetzt jemand, muss jetzt wirklich sagen, der hat in der ganzen Krise immer mit innovativen Vorschlägen, wie man was gerade besorgen kann, wenn es dringend war. Aber dann habe ich gesagt, machen wir es. Und dann kommt, ich glaube, das kann ich so sagen, ein Wust von Leuten, die einem erklären, das geht so gar nicht. Und dann kommen Rechnungshöfe und dann kommen Rechnungsprüfer und das ist alles auch richtig irgendwie. Ne? Keine Kritik, aber das dauert und dauert, um ein Gerät anzuschaffen und ein Angebot einzuholen und das muss man weltweit ausschreiben. Und dann hat man Vergleichs und dann muss man gucken. Und es ist schon auch wirklich so, dass wir uns in Deutschland das Leben etwas selbst schwer machen, wenn ich das sagen darf. Wir arbeiten dann, das zu verbessern, aber es ist, also das ist schon auch eine pandemische Geschichte manchmal, also nehme ich jetzt zurück, aber das ist schon ein Prozess, der leider echt tief da ist. Also Bürokratie in Deutschland kann helfen. Frau Regierungspräsidentin, ich habe Sie natürlich nicht gemeint, weil Sie helfen immer, ja. Aber manchmal, Sie wissen selber, dann verzweifelt man schon, weil irgendein Vermerk kommt, in dem drinsteht, das geht jetzt aus den und den Gründen gar nicht, die außer dem Vermerkschreiber keiner versteht. Und da müssen wir halt nur ein bisschen schneller werden. Funkmasten, Batterieladestationen, ja, also der Hubert und ich werden immer geschimpft, warum es mit dem 4G nicht vorangeht. Er würde die Masten selber hinbauen, also denke ich jetzt mal, oder den Staatssekretär bauen lassen, aber, ja, aber es liegt nicht an ihm, sondern weil es ihm Bürgermeister sagt, ich weiß nicht, und da gibt es eine Demo dagegen. Und das finde ich immer total interessant, wie viele Leute sagen, wir brauchen mehr Digitalisierung, aber genauso viele Leute sind dagegen. Ich habe jetzt einen Bürgermeister meiner Partei erlebt, der sagt, Bayern muss 5G frei werden. Dann habe ich gesagt, ich wäre schon mal froh, wenn wir 4G vollständig sind. Und da sage ich, warum willst du 5G, das könnte schwere Auswirkungen haben. Da habe ich gesagt, auf was? Auf alles Mögliche. Also ich glaube, die Geschwindigkeit ist nicht die Analyse ist unser Problem, sondern die Geschwindigkeit.
Lieber Hubert, wie machen wir schneller und wie können wir die Familienunternehmer dazu einbeziehen? Wie wir insgesamt den technischen Wandel schneller machen, meinst du? Auf der Frage haben wir hier Behördengänge, ja, Dänemark, Estland sind genau. Schneller. Ja, wie können wir das hinkriegen? Das können wir hinkriegen, aber auch hier stolpern wir wieder über ganz konkrete Probleme vor Ort. Wir haben es ja in der Corona-Zeit gesehen, dass nicht mal Autos angemeldet werden konnten, weil viele Zulassungsstellen aus Sorge vor Corona dicht hatten. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir bis auf nicht mal 10 Zulassungsstellen alles online machen könnten. Aber viele Bürger sagen natürlich, ja, ich will persönlich hingehen, da weiß ich, dass alles wirklich erledigt ist. Aber gerade in Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass Behördengänge digital, online dringend nötig wären. Und da stolpern wir aber wieder über juristische Dinge. Jetzt kann der Normalbürger als Privatmann sein Auto anmelden, aber es ist bundesgesetzlich noch nicht möglich, dass jetzt ein gewerbliches Auto angemeldet werden kann, weil wieder nicht die Identität dessen juristisch klar genug ist, wenn das online geht. Also er muss persönlich als Geschäftsführer hingehen und unterschreiben und die Online-Identität reicht dann nicht. Also dann stoßen wir selbst an Bundesgrenzen. Also häufig sind es juristische Fallstricke, wo wir uns selber im Weg stehen. Das war jetzt ein sehr kluger Beitrag. Im Grunde genommen ist der Bund schuld. Das ist sehr clever. Aber ich muss mir mal vorstellen, Online-Banking geht. Das heißt, du kannst dein gesamtes Vermögen übertragen, ja? Das kannst du als Unternehmer, alles Mögliche. Auto anmelden ist nicht so. Aber du kannst ein Auto nicht anmelden. Das sind schon so, das meinte ich eigentlich mit so gewissen inneren Widersprüchen, die uns da manchmal echt, also auch nerven. Herr Herzog, ich brenne es auf den Nägeln, das Schlusswort zu finden. Schlusswort, das wird zu viel der Ehre. Nee, weil ich das gerade sehe, Familienunternehmen, bei mir sind ja noch 2 Unternehmen in der Familie mit drin und wir waren gestern erst beim Mittagessen zusammen, haben die Situation diskutiert, die ja wirklich nicht einfach ist. Aber die Unternehmer, die müssen sich eben der Situation eben stellen und Kreativität zeigen und müssen sich jetzt da durchkämpfen. Wir haben aber eigentlich gestern diskutiert am Mittagstisch über die Zukunft. Was brauchen wir denn? Was müssen wir denn schaffen, damit, sag mal, die Unternehmen vielleicht auch den technologischen Wandel schaffen? Dass sie vielleicht wegkommen von Etablierten und jetzt kommt mir wieder dieses Projekt, was wir in Lichtenfels vorhaben, dieses FATS. Das ist eben genau das, nicht nur die Bildung, die digitale Bildung, Schulen, Kinder, Erwachsene, sondern das ist auch eine Anlaufstelle für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber nicht nur aus der Industrie, sondern auch aus dem Handwerk, wo wir vernetzen können, wo wir die Frau Professor Schmidt einladen, die über KI spricht, wo wir, sagen wir, verschiedene Angebote machen können, wo wir eine digitale Prozesskette realisieren, damit einfach ein Handwerksbetrieb einfach auch mal 3D-Druck ausprobiert und vielleicht eigene Ideen entwickelt. Und diese Initiative ist jetzt nicht nur für Lichtenfels geeignet mit Makerspace, sondern ich bin der festen Überzeugung, jede Stadt, Bamberg, Kronach, Coburg, Hof, Günzburg, brauchen mehr oder weniger solche Hubs, wo wir die digitalen Themen platzieren, um dafür zu begeistern, wo wir aber auch Anlaufstellen schaffen für die kleineren und mittleren Betriebe, damit denen geholfen wird, in solche digitalen Themen thematisch überhaupt erstmal reinzukommen. Das halte ich für ganz wichtig. Herr Herzog, Sie sprechen das Wort für die Technologie-Transferzentren, die wir in Bayern auch intensiv ausgebaut haben, als diese kleinen Hubs, als erreichbare Ansprechpartner. Mit Begeisterung und Optimismus, mit Wumms aus dieser Krise, das glaube ich ist die Philosophie dieser Hightech-Agenda, die wir jetzt kennengelernt haben und auch das klare Bekenntnis unseres Ministerpräsidenten und der Kabinettsmitglieder, dass wir Problemlöser sind, dass wir die Aufgaben, die sich uns stellen, dass wir die lösen für die Menschen in den Regionen in ganz Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihr Interesse, darf mich bei meinen Diskussionspartnerinnen und Partnern auf der Bühne hier herzlich bedanken und wünsche Ihnen alles Gute und hier im Saal gibt es jetzt dann noch ein paar Informationen, wie wir diesen hygienemäßig technisch richtig verlassen dürfen. Herzlichen Dank und nehmen Sie das Signal mit. Aufbruch und Optimismus. Das ist